Moin Moin, ich bin Jan, euer EWE Smartgeber. Heute zeige ich euch, wie ihr aus der Fritzbox Protokolldateien herunterladen könnt, mit denen man prüfen kann, ob ihr Opfer eines Hackerangriffs geworden seid. Los geht's! Wir haben euch ja schon mal im Video zu den betrügerischen Rufumleitungen den Tipp gegeben, die sogenannten erweiterten Supportdaten von der Fritzbox runterzuladen. Das sind Protokolle, an denen man zum Beispiel erkennen kann, ob jemand von außen Zugriff auf die Fritzbox genommen hat und irgendwelche Einstellungen manipuliert hat. Das Video dazu findet ihr hier oben. Ich zeige euch jetzt, wie ihr diese Dateien runterladen könnt. Geht dafür an euren Laptop oder den PC und ruft dann eine Seite auf, die ihr so ähnlich schon kennt, nämlich fritz.box und dahinter /support.lua. Den Link findet ihr auch unten. Wenn ihr dann Enter drückt, müsst ihr wie gewohnt euer Passwort eintippen und kommt dann auf eine besondere Seite. Und hier seht ihr zum Beispiel den Button mit den erweiterten Supportdaten. Da drücke ich jetzt drauf und muss das, ihr kennt das schon, nochmal an der Fritzbox bestätigen. Einfach zum Beispiel auf den Button draufdrücken. Ich drücke auf OK, der Download startet. Das Ganze kann einen kurzen Moment dauern. Ganz wichtige Info, in dieser erweiterten Datei sind auch Passwörter drin, gebt die also nicht irgendwem. Fachleute oder die Polizei können damit aber feststellen, ob jemand von außen Zugriff auf eure Fritzbox genommen hat. Ich zeige euch jetzt noch eine Stelle, an der ihr aber ganz einfach selbst erkennen könnt, ob was passiert ist. Geht dafür auf die normale Fritzbox-Oberfläche, einfach oben links auf das Logo. Geht dann auf Internet, auf Freigaben und auf VPN. Wenn in der Liste hier ein Eintrag drin ist, der euch so gar nichts sagt, dann ist das ein schlechtes Zeichen, sucht euch auf jeden Fall Hilfe. Damit euch sowas gar nicht erst passiert, haben wir euch ein Video gemacht, wie ihr die Fritzbox mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung noch besser absichern könnt. Schaut euch mal das Video hier oben an. Ist euch schon mal sowas passiert oder habt ihr noch mehr Tricks? Schreibt's mal unten rein. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.